Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Ja, die Lage in Nahost ist nach dem Einmarsch israelischer Bodentruppen in den Libanon und der Bombardierung Beiruts so gefährlich wie noch nie. Wir stehen in Anbetracht dieser Entwicklung womöglich kurz vor einem dritten Weltkrieg. Ja, und über die aktuelle Situation in Nahost und über die Hintergründe hat mein heutiger Interviewpartner ein Buch geschrieben, worüber ich hier heute in diesem Gespräch mit ihm ausführlich sprechen möchte. Ich begrüße ganz herzlich den Nahost-Experten Michael Lüders. Schönen guten Tag, Herr Lüders. Schönen guten Tag, hallo. Ja, Herr Lüders, zunächst freue ich mich sehr, dass wir es hier heute geschafft haben, dieses Gespräch zu führen. Anlass ist Ihr neues Buch, ich kann es auch einmal hier in die Kamera halten, Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahosten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Jetzt gerade erst letzte Woche, meine ich, erschien im Goldman Verlag. Und ja, wir möchten uns heute zum einen natürlich über dieses Buch unterhalten, indem Sie wirklich sehr detailliert und ausführlich nochmal auf die Hintergründe des Konflikts in Nahost eingehen. Und wir möchten uns aber auch selbstverständlich über das aktuelle Geschehen rund um einen möglichen dritten Libanon-Krieg unterhalten. Aber zunächst zu Ihrer Person ein paar Sätze. Sie haben Politik und Islamwissenschaften in Berlin und Damaskus studiert. Sie waren lange Zeit Nahost-Korrespondent der Wochenzeitschrift Die Zeit. Sie waren als Nachfolger von dem bekannten, hochgeschätzten Peter Scholl-Latour 7 Jahre Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft in Berlin. Und Sie sind Mitglied im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Und seit Beginn dieses Jahres sind Sie auch noch Mitglied des erweiterten Parteivorstandes des PSW, des Bündnis Sahra Wagenknechtes. Außerdem sind Sie, Herr Lüders, Autor zahlreicher Bücher. Ich kann sie hier gar nicht alle aufzählen. Zu meiner Studienzeit hatte ich auch einige Bücher von Ihnen gelesen und habe mich dann sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass jetzt ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Und Herr Lüders, jetzt ganz aktuell zum heutigen Tage kam die Nachricht rein, wir zeichnen hier heute am 1. Oktober auf, dass Israel mit Bodentruppen in den Südlibanon einmarschiert ist. Das Ganze sei laut dem israelischen Verteidigungsministerium eine zeitlich begrenzte Operation. Ziel sei die Rückführung israelischer Bürger in die Gebiete im Südlibanon. Herr Lüders, vielleicht mal zu Beginn, droht da unten jetzt womöglich ein dritter Libanon-Krieg und droht dem Libanon ein ähnliches Schicksal wie Palästina? Ja, es sieht in der Tat nicht gut aus für den Libanon, ob jetzt heute am 1. Oktober tatsächlich die israelische Armee schon in den Südlibanon vorgerückt ist, wie Quellen in Israel sagen, oder ob die Aussage der Hisbollah richtig ist, dass die Israelis das zwar versucht hätten, aber damit nicht durchgedrungen seien. Das kann man hier und heute nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall, es ist ein Krieg im Gange. Zum Hintergrund, nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Großangriff der Hamas auf Israel, hat Israel beschlossen, nicht allein die Hamas im Gazastreifen zu besiegen, zu zerstören, sondern darüber hinaus auch andere Widersacher und Gegner Israels ins Visier zu nehmen, nämlich die Hisbollah, die Partei Gottes im Südlibanon, und den Iran, der eng mit der Hisbollah kooperiert. Die Hisbollah ist aus iranischer Perspektive eine Art Vorwärtsverteidigung für den Iran, für den Fall, dass der Westen, konkret USA und oder Israel, auf die Idee kommen könnten, den Iran anzugreifen. Diese Sorge hat man in Teheran seit Beginn der Islamischen Revolution 1979, weil, alles hängt mit allem zusammen, 1980 hatte Saddam Hussein den Iran überfallen vom Irak aus. Es gab einen 8-jährigen Krieg, der mit einem Putt endete, über 1 Million Menschen das Leben gekostet hat. Dieser Krieg wurde befördert durch westliche Waffenlieferanten. Kurzum, die Iraner sind traumatisiert durch diese Erfahrung und ihnen war klar, wir brauchen Vorwärtsverteidigung mit Hilfe pro-schiitischer Milizen. Und die wichtigste dieser Milizen, das ist die Hisbollah, die Partei Gottes, die in den 1980er Jahren entstand als Reaktion auf eine israelische Besatzung Südlibanons. Wie gesagt, alles hängt mit allem zusammen.
1982 sind die Israelis unter Führung des damaligen Verteidigungsministers Sharon in den Libanon einmarschiert mit dem Ziel, die PLO aus dem Libanon zu vertreiben. Das ist auch gelungen. Yasser Arafat musste ins Exil nach Tunis gehen. Aber die Brutalität der israelischen Besatzung führte zu einem schiitischen Widerstand. Die Schiiten sind die größte Bevölkerungsgruppe im Iran. Sie leben im Süden und im Osten des Landes, in der Region Baalbek. Also genau die Gebiete, die jetzt am meisten bombardiert werden. Und diese Schiiten haben sich in Gestalt der Hisbollah, der Partei Gottes, gegen die israelische Besatzung gewehrt, mit dem Ergebnis, dass die Israelis im Jahr 2000 abziehen mussten, weil sie zu viele Soldaten verloren hatten. Jetzt scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Wieder gehen die Israelis gegen den Libanon vor, gegen die Hisbollah vor. Und wir müssen sehen, was passiert, wie es weitergeht. Die Hisbollah ist natürlich jetzt erst einmal geschwächt nach der Liquidierung ihres Vorsitzenden Hassan Nasrallah am 27. September. Aber anders als viele Auguren hier in Deutschland in Politik und Medien annehmen, die Hisbollah ist nicht ins Mark getroffen und sie ist tief verwurzelt in der libanesischen Gesellschaft, in der schiitischen Community über den Libanon hinaus, mit dem Ergebnis, dass dem Widerstand, so sieht er sich selber, es nicht an Freiwilligen fehlen wird, die sich gegen die zu erwartende israelische Besatzung und die Zerstörung ihres Landes wehren werden. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Ja, die USA warnen jetzt ja den Iran vor einem Beschuss Israels. Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt. Der Iran ist wahrscheinlich der wichtigste Partner und eine Art Schutzmacht des Libanon. Auch wichtiger Unterstützer und Lieferant von Waffen der Hisbollah. Also inwiefern sehen Sie da jetzt die Gefahr, dass der Iran auch verwickelt werden könnte in dieses Kriegsgeschehen jetzt zwischen Israel und Libanon? Die Gefahr ist sehr groß, aber die iranische Führung ist nicht dumm. Sie wissen natürlich ganz genau, dass die israelische Regierung nur darauf wartet, dass die Hisbollah eine Rakete schießt, zum Beispiel in ein Hochhaus in Tel Aviv. Das wäre denn aus israelischer Sicht der Casus Belli. Dann würden die Israelis den Libanon angreifen, wohl wissend, dass die USA sich hinter Israel stellen würden, auch militärisch. Und das ist genau die Situation, die Benjamin Netanyahu herbeizuführen sucht. Er will einen Krieg gegen den Iran, weiß aber natürlich, dass er den nicht alleine führen kann. Er braucht US-amerikanische Unterstützung. Die Haltung der Amerikaner ist, wenn man so will, zwiegespalten. Auf der einen Seite betonen sie immer wieder, dass sie eine Verhandlungslösung anstreben. Das gilt auch schon für den Krieg im Gaza-Streifen. Aber gleichzeitig liefern sie Israel die Waffen, die das Land braucht, um in der Region militärisch gegen die eigenen Widersacher vorzugehen. Ich habe noch versäumt zu erwähnen, dass die Hisbollah seit dem 8. Oktober des letzten Jahres Nordisrael beschießt, als Reaktion auf den israelischen Krieg im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten mittlerweile. Und dies versteht sich als Solidaritätsaktion in Anführungsstrichen. Und das Ergebnis war, dass 60.000 Israelis den Norden Israels verlassen mussten, sowie auch 10.000 Libanesen in Richtung Norden schon vor dem jetzigen Krieg geflüchtet sind. Das Ziel, das offizielle Ziel der israelischen Regierung ist, die Rückkehr dieser israelischen Flüchtlinge in den Norden Israels zu erwirken. Es gab auch schon Verhandlungen und sowohl die Hisbollah wie auch die schiitische Houthi-Miliz aus dem Jemen, sie haben klipp und klar gesagt, wir beenden unseren Beschuss Israels in dem Moment, wo es im Gazastreifen einen Waffenstillstand gibt. Diese Waffenstillstandsverhandlungen gab es über Monate hinweg, moderiert von den USA, Ägypten und Katar. Aber die israelische Regierung unter Netanyahu hat diese Waffenstillstandsverhandlungen systematisch ins Leere laufen lassen. Man könnte diese ganze Konfliktsituation beenden, wenn es einen Waffenstillstand im Gazastreifen gäbe. Dazu ist die israelische Seite aber nicht bereit. Offiziell will man den Terror bekämpfen. Aber es geht hier, wie gesagt, auch um geostrategische Überlegungen. Und anders als wir es im Westen glauben oder wie es deutsche Medien auch transportieren, die immer von der Terrororganisation Hisbollah reden oder der Terrororganisation Hamas, kann man ja so sehen, wenn man will. Aber man muss verstehen, dass beide, die Hamas wie auch die Hisbollah, tief verwurzelt sind in der eigenen Bevölkerung. Und beide sehen sich als Widerstandsorganisation gegen israelische Besatzung. Und beide sind entstanden als Reaktion auf eben diese israelische Besatzung, die Hisbollah nach 1982 im Libanon und die Hamas
1987 im Zuge der ersten Intifada. Also man kann sagen, Israel züchtet sich seine Feinde aus seiner Sicht selber, die anschließend dann mit großem Engagement bekämpft werden müssen. Aber eines macht die israelische Seite, machen nachfolgende israelische Regierung grundsätzlich nicht. Sie lassen sich nicht ein auf eine politische Lösung des zugrunde liegenden Konfliktes, nämlich der ungelösten Palästina-Frage. Jeder weiß, dass es eines palästinensischen Staates bedürfte, wenn man die Lage befrieden wollte. Aber die israelischen Ultrarechten, die das Sagen haben in der Politik, und das schon seit mindestens 3 Jahrzehnten, diese Leute wollen keinen Kompromiss mit den Palästinensern, sondern sie wollen das vermeintlich biblisch verheißene Eretz Israel ausschließlich für sich, für die jüdische Bevölkerung. Die Palästinenser, idealerweise will man ins Ausland expedieren. Auf jeden Fall sollen sie nicht mehr einen so hohen Bevölkerungsanteil stellen. Auf diese ungelöste Palästina-Frage kommen wir gleich noch zu sprechen. Damit haben Sie sich ja sehr ausführlich auch in Ihrem neu erschienenen Buch beschäftigt. Aber eine letzte Frage noch zum Thema jetzt Libanon-Hisbollah-Krieg mit Israel. Die Hisbollah ist ja ein mächtigerer Feind als die Hamas. Die Hisbollah hat laut eigenen Angaben über 150.000 Raketen, über 30.000 Soldaten, die sie verfügen. Sie sind schlagkräftig, sie sind auch sehr geschätzt in der Region für ihren Kampf gegen Israel, die in der Vergangenheit, auch das führen Sie in dem Buch sehr ausführlich aus, auch schon durchaus Erfolge erzielt haben. Also meine Frage, übernimmt sich nicht Israel jetzt mit diesem Angriff auf dem Libanon, da sie jetzt ja einen quasi Zwei-Fronten-Krieg führen, auf der einen Seite gegen die Hamas in Palästina und auf der anderen Seite gegen die Hisbollah im Südlibanon? Also ist das nicht too much? Ja, das kann genau darauf hinauslaufen. Ich meine, vergessen wir nicht, die Hamas ist ja eine vergleichsweise schlecht bewaffnete Organisation im Gazastreifen. Israel führt gegen den Gazastreifen, gegen die Hamas seit 11 Monaten, seit fast einem Jahr Krieg. Und trotzdem ist die Hamas nicht besiegt, auch wenn israelische Quellen gerne anderes behaupten. Aber die Hamas bekämpft weiterhin die israelischen Soldaten im Gazastreifen mit tödlichen Folgen für die Besatzer. Jetzt also die Hisbollah zusätzlich ins Visier zu nehmen und wichtige Truppenteile vom Gazastreifen in Richtung Südlibanon zu verlegen, dass hier läuft in der Tat Israel die Gefahr, sich zu übernehmen, denn die offiziellen Verlautbarungen, man wolle einen begrenzten Vorstoß machen, also nach dem Motto 2-3 Wochen, dann sind wir wieder zu Hause und die Hisbollah ist besiegt, das zeugt von Wunschdenken. Das ist ja auch ein Klassiker in der Kriegspropaganda, dass man Soldaten für ein paar Wochen, wie es heißt, so war es im Ersten Weltkrieg beispielsweise auch, für ein paar Wochen wollte man sie in die Front schicken, bis Weihnachten seid ihr wieder zu Hause. Naja, sobald man überlebt hat, 4 Jahre später waren sie Weihnachten wieder zu Hause. Und ähnlich ist es hier. Die Israelis laufen in der Tat Gefahr, sich zu übernehmen. Denn auch wenn Israel die bei weitem stärkste Militärmacht in der Region ist, vergessen wir nicht, die Wirtschaft Israels beispielsweise befindet sich weitgehend im freien Fall. Die Ratingagenturen haben Israel in den letzten Wochen schon 2-mal herabgestuft. Die israelische Wirtschaft hat große Schwierigkeiten zu funktionieren, weil so viele Leute einberufen worden sind. Der Hafen in Eilat, dem Zugang Israels in Richtung Rotes Meer, wird schon seit Monaten von keinem Schiff mehr angefahren wegen des Beschusses der Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Keine Versicherung bezahlt das mehr. Also kurzum, es ist nicht so, dass Israel omnipotent wäre und sich alles erlauben könnte. Die Israelis können die Kräfte überdehnen. Und ich denke, wenn wirklich die Sache eskalieren sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, es kann der Punkt kommen. Ich meine, Israel hat so sehr die Hisbollah, aber auch den Iran in den vergangenen Monaten provoziert, dass es eigentlich einer Antwort bedarf von der anderen Seite, wenn man geopolitischen Logiken verhaftet ist. Denn ansonsten mache ich mich ja lächerlich, dann nimmt mich keiner mehr ernst. Und diese wurde vom Iran ja auch schon angekündigt. Mehrfach angekündigt. Ist nicht geschehen. Natürlich, die sind nicht dumm. Die iranische Führung weiß genau, sie riskiert dann einen großen Krieg und dann sind die USA sehr schnell dabei. Andererseits gibt es irgendwann in der Geschichte immer wieder Situationen, wo es heißt, so jetzt ist der Point of No Return überschritten. Es kann auch durchaus passieren, dass der falsche Mann im falschen Moment den falschen Knopf drückt. Auch das ist denkbar. Und dann wissen wir nicht, was geschieht, wie es weitergeht. Und das Ganze ist deswegen gefährlich,
weil es sich nicht allein um einen regionalen Konflikt handelt. Das muss man sich immer vor Augen führen. Natürlich schön und gut, die USA unterstützen Israel, die Europäische Union, Deutschland sowieso wird das im Zweifel auch tun. Aber wer wird den Iran unterstützen? Das liegt auf der Hand. Russland und China. Beide haben sehr enge Beziehungen zum Iran und die werden niemals den Iran sich selber überlassen, weil der Iran aus geostrategischen Gründen für Russland wie auch China sehr, sehr wichtig ist. Das übersehen die hiesigen Auguren. Es gibt einen zweiten Punkt, den man beachten muss. Käme es zum großen Krieg, was wir wirklich nicht hoffen wollen, dann würde die Energieversorgung aus dem Nahen Osten weitgehend zusammenbrechen. Das heißt, die Schiffe mit verflüssigtem Gas, mit Erdöl würden erst einmal ausgesetzt werden, deren Routen. Sie würden zumindest nicht mehr im selben Umfang fahren. Es würde alles sehr viel teurer werden. Die Preise würden explodieren. Deutschland, insbesondere Deutschland, hat aber keine gesicherte Energieversorgung. Wir sind sehr stark abhängig von amerikanischem LNG, Flüssigerdgas. Und wenn die Region explodiert, werden die Amerikaner als erstes diese Exporte reduzieren in Richtung Deutschland, in Richtung Europa, um den eigenen Markt zu versorgen. Das sind so Überlegungen, die in der Regel hier in der deutschen Politik keine Rolle spielen, die aber sehr relevant sind, weil wir in Deutschland haben keine alternativen Versorger. Mit Russland wollen wir ja nicht mehr. Gut, aber trotzdem beziehen wir natürlich russisches Gas, russisches Erdöl nur über Umwege zum 3- bis 5-fachen Preis. Trotzdem, es könnte eng werden. Mhm. Also wenn die Deutschen glauben, bedingungslose Solidarität mit Israel führt uns ins ewigliche Licht, da irren wir uns. Das kann für uns in Deutschland, das kann für die EU dramatische wirtschaftliche Folgen haben. Und der wirklich gefährlichste Akt wäre, wenn sich die beiden großen Konfliktherde, die wir gerade haben, rund um die Ukraine und der im Nahen Osten, wenn die sich sozusagen auf einer Metaebene verbinden. Denn die Feinde sind ja aus westlicher Sicht die gleichen, nämlich Russland und China. Ja? Und das ist ebenfalls eine sehr stark eskalierende Gefahr, die es hier gibt. Und ich bin sehr erstaunt, mit was für einer Blauäugigkeit die hiesige Politik auf diese Herausforderung reagiert. Es gibt so gut wie keine Reaktion. Es gibt nur eine Reaktion der Außenministerin Baerbock, die sinngemäß erklärte, ja, Nasrallah ist jetzt getötet, das ist gut für die Bekämpfung des Terrors, ich gebe das sinngemäß wieder, aber nicht, es dient nicht der Sicherheit Israels, den Libanon zu zerstören oder zu destabilisieren. Ja, aber es kann ja nicht nur um die Sicherheit Israels gehen. Wenn die Sicherheit Israels darin besteht, die gesamte Region kaputt zu machen, dann muss man sich ja mal die Frage stellen, was für ein Sicherheitsverständnis ist das? Letztendlich geht es Israel nicht um Sicherheit oder Verteidigung gegenüber dem Terror, sondern es geht darum, wie erwähnt, das gesamte historische Palästina in Besitz zu nehmen, möglichst ohne Palästinenser, die idealerweise vertrieben werden, koordiniert werden, auch im großen Umfang getötet werden. Das ist eine sehr brutale Politik, die aus Sicht vieler Staaten mittlerweile genozidale Dimensionen erreicht hat. Aber who cares? In der hiesigen Politik nimmt man das nicht wahr. Man sieht die jüdisch-israelischen Toten des 7. Oktober des vorigen Jahres. Und natürlich, jeder dieser Toten ist einer zu viel. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja nicht nur die Toten der einen Seite betrauern und die der anderen lediglich zur Kenntnis nehmen und dabei komplett ausblenden, was die israelische Regierung sich augenblicklich leistet. Nämlich, sie ist auf bestem Weg unter ihrem Nero, unter ihrem Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, die Region in Brand zu setzen. Und was im Libanon noch passiert und wie der Iran reagieren wird in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen und Wochen, das kann niemand prognostizieren. Ja, und Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt, was das eben auch für Konsequenzen für unser Leben hier in Deutschland hat. Darüber wird hier kaum gesprochen, es finden kaum Debatten statt. Beispielsweise was den Anstieg der Benzinpreise angeht, die würden wahrscheinlich in die Höhe schnellen. Es hätte wahrscheinlich auch noch eine noch gravierendere Wirtschaftskrise zur Folge. Wir stecken eh schon in der Rezession. Also darüber will man sich eigentlich kaum Gedanken machen. Herr Lüders, jetzt möchte ich mit Ihnen auch ganz gerne ein wenig über Ihr Buch zu sprechen kommen. Und ich fand das ganz interessant, denn Sie haben im Vorwort dieses Buches geschrieben, das jetzt, wie gesagt, vor, ich glaube, knapp einer Woche, Ende September, erschienen ist, dass die größte Herausforderung beim Verfassen dieses Buches war, keinen Denkverboten zu unterliegen. Jetzt ist es ja knapp ein Jahr her, dass der 7. Oktober sich jährt. Mit welchen Denkverboten waren Sie denn konfrontiert, Herr Lüders, beim Verfassen dieses Buches zum einen? Und wie blicken Sie jetzt auf ein Jahr Gazakrieg?
Also die Denkverbote, es besteht die Gefahr, wenn man ein Buch schreibt über die Region, dass man diesen Denkverboten erliegt. Denn wir haben ja in Deutschland die sogenannte Staatsräson, wir haben eine Erinnerungskultur, die im Grunde genommen darauf hinausläuft zu sagen, Auschwitz ist der Bezugspunkt für alles. Und wegen Auschwitz hat man idealerweise die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gezogen, indem man sich vorbehaltlos und ohne Wenn und Aber hinter Israel stellt. Dagegen ist zunächst einmal nicht zu sagen, aber welches Israel ist gemeint? Das Israel vor dem Sechstagekrieg oder aber dasjenige nach dem Sechstagekrieg, also ein Groß-Israel, das eben auch versucht, das Westjordanland, den Gazastreifen aus Jerusalem, sich vollständig einzuverleiben, und teilweise ist das ja schon geschehen. Wenn man in Deutschland bestimmte Wahrheiten ausspricht, macht man sich nicht beliebt. Wir sehen das ja bei den ganzen Palästina-Demonstrationen, die massiven Druck ausgesetzt sind und leicht auch in eine falsche Ecke gerückt werden, weil eben im Grunde genommen Kritik an Israel sehr leicht verortet wird als Antisemitismus. Und dieser Vorwurf ist natürlich in Deutschland ein sehr wirkmächtiger. Und wenn dieser Vorwurf verfängt, dann ist natürlich die berufliche Laufbahn der entsprechenden Person sehr schnell beendet. Also ich würde keinem 30-, 35-Jährigen empfehlen, so ein Buch zu schreiben, es sei denn, man hätte eine Erbschaft in Aussicht oder sei gut verheiratet. Aber es ist nicht ganz ohne, dass man kann das machen. Wir haben ja Meinungsfreiheit in Deutschland, aber man muss eben mit massiven Reaktionen rechnen. Und wir sehen ja an dem Umgang von Staat und Justiz mit Palästina-Demonstrationen, wie der Wind weht. Also wenn Sie zum Beispiel in Berlin auf eine Demonstration gehen, das variiert so von Bundesland zu Bundesland, aber im Grundsatz, wenn Sie auf einer Demonstration rufen, from the river to the sea, Palestine will be free, dann begehen Sie eine strafbare Handlung, werden Sie angezeigt. Es ist einer jungen Studentin in Berlin vor einigen Wochen geschehen, 22 Jahre alt. Sie musste 600 € Strafe zahlen wegen Volksverhetzung, wegen dieser Parole. Die in Anführungsstrichen Ironie ist natürlich die, dass diese Parole, from the river to the sea, die als Vernichtungsdrohung mit Blick auf Israel angesehen wird, das ist ja, wenn man so will, unter umgekehrten Vorzeichen geradezu die Staatsräson Israels. Dort sieht man es ja auch so, from the river to the sea, also vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss gehört alles uns. Ohne dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommen würde, seitens der Bundesregierung nun gegen eine israelische Institution oder gegen Einzelpersonen deswegen Strafanzeige zu stellen. Also es ist schon ein bisschen paradox. Und diese Paradoxie verdankt sich dem Umstand, dass wir in Deutschland glauben, dass aufgrund der jüngeren deutschen Vergangenheit uneingeschränkte Solidarität mit Israel zu herrschen habe, ungeachtet der Frage, wer dort die Regierung hat, wer dort über die Macht verfügt, und dass Benjamin Netanyahu nun kein Sympathieträger ist, dass er politisch im ultrarechten Rand angesiedelt ist und dass er eine Politik betreibt, an der gemessen und auch Aussagen tätigt über die Palästinenser, die es in sich haben, das wird hier komplett ausgeblendet. Wie ja auch im Grunde genommen der Massenmord an den Palästinensern im Gazastreifen. Ja, es gibt schon ein Bewusstsein hier in diesem Land darüber, dass das passiert, aber es ist kein Thema, das die Medien umtreibt. Also anders als der Ukraine-Krieg, ja, aber das wird hier eingepreist. Die Botschaft in Deutschland in Politik und Medien lautet gewissermaßen, naja, was soll Israel machen? Sie müssen sich gegen den Terror verteidigen, und wenn sich die Hamas hinter Zivilisten versteckt, das ist skrupellos von der Hamas. Mhm. Und der Umstand, dass die Kriegsführung der Israelis im Gazastreifen, im Westjordanland und auch im Libanon, das ist wichtig, auch im Libanon, darin besteht, in erster Linie Infrastruktur zu zerstören, Krankenhäuser insbesondere, und die Wasser- und die Energieversorgung zu zerstören und die Lebensmittelversorgung zu unterbrechen. Das alles kann man wissen, wenn man es wissen will, es wird aber nicht in den Vordergrund gerückt. Jetzt haben Sie gerade schon ein Stichwort gesetzt, nämlich mit dem israelischen Traum eines Groß-Israel. Das ist ein Aspekt, der hier in deutschen Medien kaum beleuchtet wird. Und Sie schreiben jetzt auch in Ihrem Buch, dass einer der gefährlichen Träume, nennen Sie es, der Zionisten, also all jener, die so ein Groß-Israel befürworten, ist, dass sich im Zuge eines möglichen Dritten Weltkrieges ein Groß-Israel herausbildet. Bilden könnte. Sie führen dann jetzt nicht weiter aus, wie das geschehen könnte. Da ist ja auch
nicht wirklich abzusehen ist, wie sich das jetzt weiter entwickelt. Und Sie versehen das Ganze auch mit einem Zitat des ersten Ministerpräsidenten von Israel, David Ben-Gurion, der am 14. Mai 1948 gesagt hat, den Unabhängigkeitstag Israel, ich zitiere ihn einmal, eine Nation, die ihre Unabhängigkeit proklamiert, muss ihre Grenzen nicht definieren. Wir sollten nichts über sie sagen, weil wir nicht wissen, wo sie verlaufen werden. Also auch das eines Ministerpräsidenten zum Unabhängigkeitstag 1948 ist schon eine Aussage, die in dieser Art und Weise eines Groß-Israel interpretiert werden kann. Also meine Frage nochmal an Sie. Jetzt ist ja eben so oft die Rede davon, dass in Israel Rechtsextremisten regieren rund um Netanyahu, um Smotrich, beispielsweise den Finanzminister und viele andere Minister, die das auch so ganz offen sagen in Interviews, in Statements, in Reden. Was ist denn genau dieses Groß-Israel? Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und sind die Israelis, beziehungsweise jetzt genau das israelische Militär, um genau zu sein, dabei, diese Ziele in die Tat umzusetzen? Oder sind das zufällige Fügungen, dass die Hamas eben da am 7. Oktober Israel überfallen hat und jetzt die Hisbollah? Also wie schätzen Sie das ein, Herr Lüders? Also zunächst mal möchte ich nochmal auf Ihre Analyse oder Ihre Zusammenfassung eingehen. Ich denke, wir müssen sehr sorgfältig mit Begrifflichkeiten umgehen. Wenn man sagt, die Zionisten wollten den Dritten Weltkrieg herbeiführen, dann ist das eine Aussage, die ich doch gerne insoweit korrigieren möchte, dass der Zionismus, die Nationalbewegung des jüdischen Volkes, wenn man so will, in der eigenen Selbstwahrnehmung, die zionistische Bewegung oder der Zionismus, das ist eine Begrifflichkeit, die verwende ich im Buch, für die Zeit vor 1948, vor der Staatsgründung. Da gab es also eine Mainstream-zionistische Bewegung mit Groß-Israel-Ansprüchen. Es gab auch Minderheitenströmungen, die das eben nicht wollten. Die wollten mit den Arabern, mit den Palästinensern gemeinsam in Frieden leben, aber die konnten sich nicht durchsetzen. Für die Zeit nach 1948 spreche ich grundsätzlich nur von israelischen Regierungen. Es ist wichtig, dieses klarzustellen, weil gerade bei diesem heiklen Thema, wenn man da, sagen wir mal, bestimmte Formulierungen auf eine bestimmte Weise verwendet, kommt leicht der Vorwurf dieses und jenes. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, eine Herausforderung gewesen, bei der Niederschrift des Buches die Dinge so zu formulieren, dass sie klar sind, ohne Missverständnis hervorzurufen und ohne dass Begrifflichkeiten verwendet werden, die dann bestimmte Kreise gegen einen verwenden könnten. Also das, ich bitte um Nachsicht, dass ich das jetzt nochmal hier so klargestellt habe, weil ich weiß genau, wie da sozusagen Reaktionen ausfallen können. Aber jetzt zu der Frage selber, dass das Konzept schon der frühen zionistischen Bewegung von Anfang an, seit dem frühen 20. Jahrhundert, als die jüdische Inbesitznahme Palästinas an Fahrt aufgenommen hatte, war es so, dass die führenden Vertreter der zionistischen Bewegung, deren Ziel es war, den Staat Israel in Palästina zu errichten, die beiden führenden Vertreter sind Chaim Weizmann und David Ben-Gurion gewesen, vor allem letzterer, hatte einen sehr großen Einfluss. Und deren Überlegung war es, dass wir nicht mit den Palästinensern, mit den Arabern in Koexistenz leben wollen, sondern wir müssen sie aus Eretz Israel vertreiben. Und man muss der zionistischen Bewegung bescheinigen, dass sie wirklich mit einem sehr, sehr langen Atem gesegnet war. Denn über einen Zeitraum, über mehrere Jahrzehnte, hat sie es geschafft, ihre Ziele sukzessive zu erreichen. Vor allem deswegen, weil die führenden zionistischen Vertreter es geschafft haben oder erkannt haben, sie müssen sich vernetzen mit den maßgeblichen Machtzentren, zunächst in Großbritannien, der damaligen Kolonialmacht seit dem Ersten Weltkrieg, und später dann mit den USA. Und dieses Projekt ist wirklich sehr, sehr erfolgreich gelungen. Es gibt ja auch heute sehr wirkmächtige pro-israelische Lobbygruppen in den USA. Hinzu kommen die christlichen Evangelikalen, die glauben, durch eine uneingeschränkte Unterstützung Israels könne man die Wiederkehr des Messias beschleunigen, die sogenannten christlichen Zionisten. Also da gibt es sozusagen wirkmächtige Kräfte auf beiden Seiten, zunächst des Mittelmeers und später dann des Atlantiks, die dazu geführt haben,
dass der Traum der, der zionistischen Bewegung in der Zeit vor 1948 dann in Erfüllung gegangen ist. Im Zuge der Staatsgründung gab es dann die Nakba, die Katastrophe, die Vertreibung von mehr als der Hälfte der damaligen palästinensischen Bevölkerung unter Einsatz von Terror und Gewalt. Und ja, das Ergebnis war, dass Israel zunächst einmal in einem Bereich entstand, die Details kann man alle nachlesen, der das Westjordanland, den Gazastreifen aus Jerusalem und die Golanhöhen noch nicht beinhaltete. Das hängt wesentlich damit zusammen, wahrscheinlich wäre es der israelischen Armee bzw. den zionistischen Milizen, die es damals gab, durchaus möglich gewesen, das gesamte Palästina zu erobern, aber es fehlte eben Manpower. Es gab nicht genügend jüdische Einwanderer, um dieses Projekt zu dem Zeitpunkt umfassend zu verwirklichen. Es brauchte also mehr Zuwanderung. Und die ist dann auch gekommen, vor allem aus den arabischen Ländern nach der Gründung Israels. Dann kam es zum Sechstagekrieg und seither ist eben der Rest Palästinas auch besetzt. Und wenn man sich, es ist immer die Rede von der Charta der Hamas, die Israel vernichten wolle und so weiter, die ist auch sehr unappetitlich, diese Hamas-Charta aus dem Jahr 1988, die ist allerdings auch überarbeitet worden. Und die neue Fassung von 2017 ist schon deutlich weniger martialisch und israelfeindlich. Aber es gibt eben auch Parteiprogramme in Israel, vor allem die des Likud, der Partei von Benjamin Netanyahu. Und diese Parteiprogramme sind eindeutig. Da steht klipp und klar drin, es wird keinen palästinensischen Staat geben westlich des Jordanflusses. Und das hat ausdrücklich das israelische Parlament im Juni noch einmal, Juni dieses Jahres, wiederholt. Es wird keinen palästinensischen Staat geben westlich des Jordanflusses. Also jeder, der von einer Zwei-Staaten-Lösung redet, von politischer Seite, Frau Baerbock beispielsweise, weiß entweder nicht, wovon er redet, oder aber die betreffende Person redet irgendwas, was politisch korrekt ist, aber letztendlich in der Sache sich nicht realisieren lässt. Wo die israelische Seite jetzt glaubt, einen palästinensischen Staat zuzulassen, ist völlig offen. Es gibt Leute, die empfehlen Jordanien, als einen künftigen palästinensischen Staat, denn 70% der Bewohner Jordaniens sind ja schon Palästinenser, Vertriebene und Flüchtlinge der Kriege 67 und 48. Aber Jordanien ist ein pro-westlicher Staat. Ich bin mir nicht sicher, ob die Amerikaner es zulassen werden, solche Träume zu verwirklichen. Gegenwärtig jedenfalls versucht die israelische Seite, so viele Palästinenser wie nur möglich loszuwerden. Es gibt Verhandlungen mit der EU, mit afrikanischen Staaten, um möglichst viele palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen erst einmal aufzunehmen. Ja, ist ja eine zentrale Frage, ist jetzt auch, die Sie in Ihrem Buch auch sehr ausführlich behandeln, ist, wie stehen denn die arabischen Nachbarländer zu diesem Konflikt? Und es ist ja eine sehr komplexe Gemengelage, wenn man sich mal schaut, mit welchen Befindlichkeiten, mit welchen religiösen Strömungen unterschiedlicher Natur wir es da zu tun haben. Aber um da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Herr Lüders, warum gibt es denn keine arabische, ernsthafte Bemühung, diesem Konflikt entgegenzuwirken? Denn Sie haben es ja schon ganz richtig ausgeführt, von westlicher Seite, von deutscher Seite, von amerikanischer Seite gibt es nur ein Zusehen, ein Abnicken dieses Konfliktes, des Vorgehens des israelischen Militärs, aber keine ernsthafte Bemühung, in diesem Krieg einen Waffenstillstand beispielsweise herbeizuführen. Es werden bekanntermaßen auch keine Sanktionen gegen Israel verhangen, wie das zum Beispiel jetzt gegen Russland auch der Fall ist. Also wie stehen die arabischen Nachbarn zu diesem Konflikt? Und vielleicht können Sie mal darauf eingehen, aber warum gibt es denn keine ernstzunehmende Initiative einer Türkei beispielsweise vom Iran oder dergleichen? Na, es gab verschiedene Initiativen arabischer und islamischer Staaten zur Friedenslösung. Aber wenn man sich die Geschichte Israels seit 1948 anschaut, und das zeige ich auch anhand der entsprechenden Quellen, es gab immer wieder Versuche der arabischen und islamischen Staaten, sich mit Israel ins Benehmen zu setzen. Aber Israel war nicht bereit, sich mit diesen Ländern ins Benehmen zu setzen, weil man, David Ben-Gurion hatte das rechtzeitig erkannt, man müsste in dem Fall natürlich Kompromisse machen. Man müsste dann auch einen Teil der palästinensischen Flüchtlinge wieder zurücknehmen, man müsste ihnen ein Territorium anbieten. Das alles wollte man nicht. Jetzt gerade erst, in der vorigen Woche,
als die Vereinten Nationen, die Staatsoberhäupter der Welt, noch einmal versammelten in New York, haben 57 Staaten der Organisation Islamischer Staaten sich in New York zusammengefunden, haben noch einmal klipp und klar gesagt, wir sind bereit, umfassend Israel anzuerkennen in den Grenzen des 4. Juni 1967. Wir sind bereit zu Friedensverträgen, wir sind bereit, mit Israel zu koexistieren, unter der Voraussetzung, dass Israel seine militärischen Aktionen einstellt, die Gründung eines palästinensischen Staates zulässt. Die arabischen Staaten sind schwach und sie sind im Grunde genommen auch, sagen wir mal, sehr angepasst. Sie sind überwiegend pro-amerikanisch ausgerichtet und diejenigen, die nicht pro-amerikanisch ausgerichtet waren, denken wir an Gaddafi in Libyen, an Saddam Hussein im Irak, die gibt es nicht mehr. Das ist sicherlich auch kein Zufall. Und Bashar al-Assad in Syrien hat man auch versucht zu stürzen, das ist nicht gelungen. Also wer nicht pro-amerikanisch ist unter den arabischen Regimen in der Region, der lebt gefährlich. Und das wissen natürlich die dortigen Vertreter auch. Und sie haben sich mit den USA längst ins Benehmen gesetzt und mittlerweile auch mit Israel. Es gab ja im Zusammenhang mit den Abrahamsabkommen unter Präsident Trump haben ja verschiedene arabische Staaten Frieden geschlossen mit Israel, darunter eben Marokko beispielsweise, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, aber eben nicht Saudi-Arabien. Sie würden es wahrscheinlich auch gerne tun, weil die engen Beziehungen zu den USA sind ihnen wichtig. Aber andererseits kann man nicht aus saudischer Sicht einen Friedensvertrag mit Israel machen, solange das Gemetzel im Gazastreifen sich fortsetzt. Hier gilt es also sozusagen mit Handbremse zu fahren. Mhm. Die Araber waren jenseits von Rhetorik eigentlich nie wirklich gewillt, sich mit Israel militärisch anzulegen, weil sie genau wussten, dass sie den Kürzeren ziehen. Das ist ihnen ja wieder zweimal widerfahren, 67 und 73. Und das möchten sie nicht noch einmal haben, diese Erfahrung. Also das Problem ist nicht, dass die arabischen Staaten nicht friedenswillig wären. Das Problem ist, dass es auf israelischer Seite keine Bereitschaft gibt, Frieden zu schließen. Das heißt, einen palästinensischen Staat zu akzeptieren. Und die israelische Gesellschaft, spätestens seit der Ermordung des Premierministers Yitzhak Rabin 1995, immer mehr in Richtung rechts und ultrarechts gedriftet ist, ist die Vorstellung, dass es einen Konsens geben könnte in Israel für einen solchen Staat nicht mehr gegeben. Das ist also völlig ausgeschlossen. Es ist, man muss sich wirklich vor Augen führen, dass die Entwicklung, die innenpolitische Entwicklung in Israel immer mehr in Richtung Sparta geht. Also wirklich ein bis an die Zähne bewaffneter Staat, der außerdem sehr, sehr rechtsextrem, teilweise faschistoid ausgerichtet ist, der sehr rassistisch ist gegenüber den Palästinensern sowieso und der die Meinungsfreiheit sukzessive auch abschaffen dürfte. Denn aus Sicht derer, die jetzt in Israel über Macht und Einfluss verfügen, sind nicht allein die Palästinenser ein Problem, sondern auch diejenigen Israelis, die die Politik der Regierung Netanyahu ablehnen. Mhm. Ja, und jetzt ist es ja doch eine gewisse Diskrepanz, die zu beobachten ist, denn Israel sieht sich selber ja eigentlich als die einzige Demokratie im Nahen Osten mit der moralischsten Armee der Welt und darauf nehmen sie auch Bezug in ihrem Buch und sie schreiben, dass eine Gleichsetzung von Israel mit einer Demokratie quasi einem Oxymoron gleicht, also ein Widerspruch in sich ist. Jetzt ist es jedoch, wie Sie wissen, unsere Zuhörer auch, deutsche Staatsräson, dass die Sicherheit Israels gewährleistet ist. Wir verteidigen Israel, wir beliefern Israel mit Waffen. Im letzten Jahr haben sich diese gar noch verzehnfacht. Also vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, weil das würden sicherlich hier die Kollegen in Berlin vom RBB, ARD und Co. ganz anders sehen, dass es ein Widerspruch ist, dass man Israel als eine Art lupenreine Demokratie bezeichnet. Also was genau meinen Sie mit diesem Oxymoron, mit dieser Widersprüchlichkeit, Herr Lübers? Ja. Also Israel ist natürlich eine Demokratie. Aber, und jetzt kommt es für den jüdischen Teil seiner Bewohner. Es gibt ja in Israel israelische Staatsbürger, 10% insgesamt, die sind keine Juden, sondern das sind Palästinenser, die 1948 oder 67 nicht vertrieben worden sind. Aber diese Staatsbürger sind Staatsbürger zweiter Klasse, sie haben nur eingeschränkte Rechte und die in den besetzten Gebieten, die sind vollkommen rechtlos. Und das passt natürlich nicht zusammen. Eine Demokratie kann ja nicht
ethnisch fundiert sein. Nach dem Motto, nur wenn ich, so wie ich persönlich jetzt, wenn ich Bremer bin, habe ich das Recht, demokratische Freiheiten zu genießen. Aber derjenige, der Niedersachse ist, der hat nicht die gleichen Rechte wie ich, weil er eben einer anderen Bevölkerungsgruppe angehört. Und dementsprechend muss er es akzeptieren, dass er weniger Rechte hat als ich. Ein solches Verständnis wäre kein demokratisches. Aber das ist genau das Rechtsverständnis, das in Israel vorherrscht. Es ist ein jüdischer Staat, ausschließlich für die Juden in Israel, demokratisch. Und vergessen wir nicht, dass vor dem 7. Oktober 2023 über Monate hinweg es Demonstrationen gab in Israel, vor allem auch gegen Premier Netanyahu, weil er versucht hatte, den Einfluss der Gerichte zurückzudrängen mit dem Ziel, die Meinungsfreiheit einzuschränken und vor allem die Dienstzeit eines israelischen Premiers zu verlängern, quasi ins Beliebige, ähnlich wie in Russland oder anderswo auf der Welt, mit dem Ziel natürlich aus Netanyahus Sicht, erstens die innenpolitischen Opponenten kaltzustellen und zweitens sich selber im Grunde genommen nicht vor ein Gericht bringen zu lassen. Und dagegen gab es über Monate hinweg Proteste von 100.000 Israelis. Man muss dazu wissen, Israel hat keine Verfassung. Und die einzige Instanz, die sozusagen die Rechtsstaatlichkeit in Israel gewährleistet, das ist das oberste Gericht. Warum hat Israel keine Verfassung? Weil eine Verfassung, ein wesentlicher Grund ist das, es gibt auch andere, aber ein wesentlicher Grund ist, dass wenn ein Land eine Verfassung hat, muss es benennen, innerhalb welcher Grenzen diese Verfassung gültig ist. Wenn ich aber die Grenzen nicht benennen will, Sie haben ja das Zitat gebracht von David Ben-Gurion zur Staatsgründung Israels, ja, dann kann ich natürlich auch schlecht eine Verfassung für gültig erklären. Und deswegen sind die Gerichte die letzten Instanzen, die sozusagen die Exzesse der Exekutive eingrenzen können. Und wenn man die Gerichte entmachtet, dann habe ich im Grunde genommen eine Alleinherrschaft. Ob man das noch als Demokratie bezeichnen will oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage. Und der Fehler der deutschen Staatsräson liegt darin, dass man diese ganzen Zusammenhänge, die ich versuche in meinem Buch zu beschreiben, nicht einmal ansatzweise zur Kenntnis nimmt, sondern man sieht nur, oh, Israel, ein jüdischer Staat, wunderbar, wir haben die richtigen Lektionen gelernt aus der jungen deutschen Geschichte, wir sind uneingeschränkt und ohne Wenn und Aber solidarisch mit diesem Land. Alles, was dieses Land an Verbrechen begeht, das ignorieren wir komplett. Ich meine, Deutschland ist das einzige Land der Welt, das sich als Reaktion auf die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes, eingereicht im Dezember 23, auf die Seite Israels gestellt hat, als sogenannte Drittpartei. Also das haben nicht mal die USA gemacht. Und die wussten auch genau, warum. Denn kaum hatte Deutschland das getan, hat Nicaragua Deutschland angezeigt und zur Anklage gebracht wegen Beihilfe zum Völkermordes. Das wird noch einige Jahre dauern, bis es zu meinem Urteil kommt. Aber stellen wir uns mal vor, Deutschland bekommt in der Tat eine Teilschuld für Beihilfe zum Völkermord. Das wäre hochnotpeinlich. Ich meine, wir sind ja die moralischste Nation der Welt. Und darüber hinaus, ich meine, es ist schon absurd, wenn ein Land, dessen jüngere Geschichte darin besteht, dass man den Holocaust zu verantworten hat, also einen Völkermord, nun seinerseits bezichtigt wird, einen weiteren Völkermord zumindest gebilligt zu haben. Das ist irgendwie, das wäre eine Bankrotterklärung. Damit würde ja sozusagen die ganze Moralität der Berliner Republik, alles, von dem man überzeugt ist, dass man für die guten, wahren, edlen Werte stehe, das würde ja alles in sich zusammenfallen. Dann wäre Deutschland, überspitzt gesagt, ein Schurkenstaat und wäre sozusagen nicht mehr legitimiert, egal welchem Land auf dieser Welt, auch nicht Russland, zu erklären, was richtig ist und was falsch. Mhm. Ja, und da stellt sich natürlich auch zwangsweise die Frage, wie schafft es Israel immer wieder seine Sicht, seine Narrative so durchzusetzen? Und in Ihrem Buch führen Sie jetzt auch die israelische sehr erfolgreiche Lobbyarbeit beispielsweise in den USA aus. Dort gibt es nämlich einen Verein, der sich American Israel Public Affairs Committee nennt, schon in den 60er Jahren gegründet worden, eine sehr einflussreiche jüdische Lobbygruppe. Aber Sie sagen wir besser pro-israelische Lobbygruppe? Pro-israelische Lobbygruppe, um genau zu sein. Also vielleicht können Sie einmal ausführen, wie macht Israel das, dass dieses pro-israelische Narrativ hier in Medien und Politik so vorherrschend verbreitet wird? Naja, es gibt, was Deutschland betrifft, habe ich ja schon ausgeführt, die jüngere deutsche Vergangenheit und dementsprechend sind natürlich auch sagen wir mal, hiesige politische Vertreter oder Medienvertreter sehr rezeptiv
für israelische Anliegen. Susan Neyman, die Direktorin des Einstein-Forums in Deutschland, die zitiere ich an einer Stelle im Buch, und da sagt sie sinngemäß, es ist so, dass die Deutschen glauben, wenn sie sich, egal welcher israelischen Position, also sich mit ihr identifizieren, dann sei das eben sozusagen politisch korrekt. Und man stütze sich in der Einordnung der Ereignisse im Nahen Osten vor allem auf zwei Institutionen, die israelische Botschaft und den Zentralrat der Juden in Deutschland, den sie charakterisiert als eine der konservativsten jüdischen Institutionen weltweit. Und klar, wenn ich sozusagen das so mache, wie Susan Neyman es beschreibt, dann hat man natürlich leicht einen Tunnelblick und kommt zu dem Ergebnis, dass alles, was Israel tut, eben in die Kategorie legitimer Selbstverteidigung falle, was aber nun ganz eindeutig nicht der Fall ist. Also andere Länder anzugreifen, Beispiel Russland, Ukraine, fällt normalerweise nicht in die Kategorie legitimer Selbstverteidigung. Aber hier ist das eben so. Und in den USA gibt es eben sehr wirkmächtige Lobbygruppen, allen voran AIPAC. Aber wie erwähnt, auch die christlichen Evangelikalen spielen ja eine wichtige Rolle. Es ist eine zentrale Machtbasis der Republikanischen Partei. Und dementsprechend schafft es die israelische Regierung immer wieder, sagen wir mal, der eigenen Stimme mit Nachdruck Gehör zu verschaffen. Der US-Präsident Obama war eigentlich der Letzte, der versucht hat, doch einmal Israel ein wenig einzuhegen und die Gründung eines palästinensischen Staates voranzutreiben. Und Netanyahu hat es wirklich geschafft, den amerikanischen Kongress gegen Obama in Stellung zu bringen. Das war wirklich eine, ja, man muss sagen, eine beachtliche Leistung, in Anführungsstrichen, die gezeigt hat, dass, naja, also der Einfluss dieser Netzwerke nicht zu unterschätzen ist. AIPAC ist sehr vermögend und unterstützt den Wahlkampf, der in den USA sehr teuer ist, mit Millionenbeträgen. Und wenn irgendwo ein Senator ins Rennen geht in den USA, der vielleicht aufgefallen ist durch israelkritische Haltungen, dann ist es in der Vergangenheit wiederholt so geschehen, dass dann ein Gegenkandidat aufgestellt wurde, der mit Geld sozusagen zugeschüttet wurde, um den Kritiker aus dem Rennen zu nehmen. War völlig egal, ob dieser Politiker dann fähig war oder nicht. Hauptsache, er hat Israel nicht kritisiert. Und klar, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Mhm. Und dementsprechend, wenn die dann gewählt worden sind, die Leute, haben sie natürlich nicht gegen Israel im Kongress gestimmt. Mhm. Ja, und Sie schreiben auch, dass es in Israel seit 2006 ein eigenes Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit gibt, das sich genau das zum Ziel gesetzt hat, nämlich das israelische Narrativ zumindest mal in der westlichen Welt zu verbreiten. Mit ihrem größten Kontrahenten Al Jazeera sind sie ja schon redlich darum bemüht, ihn zu verbannen. Zumindest wurden einige TV-Stationen in Israel mittlerweile geschlossen und zensiert. Wie schätzen Sie denn jetzt diesen PR-Krieg auch ein? Denn wenn man dieses ganze Geschehen über Social Media verfolgt, könnte man durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass doch eher pro-palästinensische Narrative in der Überzahl, in der Überhand sind. Vor allem jetzt seit Ausbruch des Krieges ist es ja einfach nicht mehr zu übersehen, wie massiv Israel dort im Gazastreifen vorgeht. Nur noch mal zur Erinnerung, wir haben jetzt nach einem Jahr Krieg weit über 40.000 Tote, Millionen oder Hunderttausende vertriebene Menschen. Also würden Sie sagen, dass Israel diesen PR-Krieg womöglich sogar verloren hat? Es kommt darauf an, wohin man schaut in der Welt. Im globalen Süden auf jeden Fall. In der westlichen Öffentlichkeit ist es auch nicht so, oder in der deutschen Öffentlichkeit, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung hinter Israel stellen würde. Das ist im Grunde genommen dieses ganze Staatsräson und Erinnerungskultur und wir müssen immer auf der Seite Israels stehen. Das ist im Kern ein Elitenprojekt. Das sind die Medien, das ist die Politik, das sind die Medien. Aber das kommt ja nicht aus der Mitte der Gesellschaft, sondern das ist politisch gewollt. Und dementsprechend wird es natürlich als Agenda vorangetrieben. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung natürlich hier auch sehr skeptisch ist. Und vor allem auch die jüngere Generation, die jetzt 20-, 30-Jährigen,
haben natürlich auch wenig Veranlassung, sich für die Taten ihrer Großeltern oder Urgroßeltern in die Pflicht nehmen zu lassen. Und wir sehen ja, wie nervös auch die Regierenden sind. Die Art und Weise, wie mit pro-palästinensischen Demonstranten umgegangen wird, in Berlin und anderswo, spricht ja wirklich Bände. Ich beschreibe das auch in dem Buch, mit welcher Brutalität und mit welcher Absurdität hier auch vorgegangen wird. Es war im April, dass hier ein Palästina-Kongress stattfinden sollte in Berlin, den die Innenministerin Faeser dann verboten hat. Und das ging ja sogar so weit, dass der ehemalige griechische Finanzminister Varoufakis ein Einreiseverbot erhielt für Deutschland, weil Faeser verhindern wollte, die Innenministerin, dass er hier auftritt und spricht. Es ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Innenministerin, SPD, einem ehemaligen Minister aus einem befreundeten EU-Staat die Einreise verweigert. Das ist wirklich der Kracher schlechthin und es zeigt, auf welch tönernen Füßen dieses ganze Gedöns rund um Staatsräson steht. Das ist ein Luftschloss und man muss es aufrechterhalten, weil so viel legitimatorisch damit zusammenhängt. Aber man kann es eigentlich nur mit repressiven Mitteln aufrechterhalten. Das kann sicherlich jeder bestätigen, der sich pro-palästinensisch geäußert hat in der Öffentlichkeit, etwa auf einer Demonstration. Ja, Herr Lüders, so langsam möchte ich auch gern zum Abschluss unseres Gespräches kommen und vielleicht so ein wenig hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Zumindest wagen Sie das auch in Ihrem Nachwort des Buches oder in Ihrem letzten Kapitel. Also hier wird ja immer wieder schon seit Jahren von dieser allseits bekannten Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, die aber, das haben Sie jetzt ja auch ausgeführt, eigentlich vom Tisch ist und das nicht von palästinensischer Seite, sondern von israelischer Seite, die das mehrfach klargemacht haben, dass sie Palästina als Staat nicht anerkennen werden. Jetzt darüber hinaus noch ein sich anbahnender Krieg mit dem Libanon. Also es klingt jetzt schon fast ganz weit hergeholt, aber wie könnte denn so etwas wie eine Friedenslösung in der Region aussehen, in Anbetracht der Entwicklung der letzten Tage, Wochen und Monate? Ja, gute Frage und schwer zu beantworten, denn mit jedem Tag, den der Krieg sich ausweitet in Richtung Libanon, die Israelis bombardieren ja auch Damaskus, sie greifen die Länder in der Region an, ohne Grenzen, ohne Skrupel, ohne Bereitschaft, fundamentale Völkerrechtsnormen anzuerkennen. Und die Brutalität, mit der Israel vorgeht, das gebiert natürlich Hass auf der anderen Seite, Vergeltungsfantasien, Rachegelüste in einem Umfang, das es wahrscheinlich für die nächsten 100 Jahre reicht. Wie kann man das Problem lösen? Eine konstruktive Lösung bestünde darin, Zwei-Staaten-Lösung. Die wird es definitiv nicht geben, es sei denn, die Amerikaner sagen, jetzt ist Schluss mit lustig, ihr macht das jetzt. Ob sie das tun werden oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Und sollte Donald Trump wiedergewählt werden, dann wird es ganz düster für die Palästinenser. Also es ist ganz schwer. Also es müsste eigentlich konstruktive Lösungen geben. Es müsste Druck geben auf Israel, zum Beispiel seitens der Europäischen Union. Druck hat man ja auch in Richtung Russland aufgebaut. Im Falle Israels greift das nicht. Ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden. Nicht ohne Grund heißt ja mein Buch im Untertitel, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung gegenüber Israel ändern müssen. Es kann nicht sein, dass wir einem Land im Nahen Osten alle Rechtsverstöße durchgehen lassen, ohne Konsequenzen. Es fängt damit an, dass wir Dinge beim Namen nennen und sagen, das, was Israel tut, ist Unrecht. Und das, was im Gazastreifen geschieht, das nennen viele Staaten, immer mehr Staaten dieser Welt, sie bezeichnen es, wie ich meine, zu Recht als Genozid. Und dieses die Augen verschließen, es einfach nicht zur Kenntnis nehmen oder so zu tun, als sei die Hamas schuld, dass sie die eigene Bevölkerung zu Geiseln nimmt, sodass den Israelis gar nichts anderes übrig bleibt, als Zivilisten zu töten. Das sind ja alles Hilfskonstrukte, die eigentlich nur verklären sollen, was tatsächlich geschieht. Also ich sage mal so, der erste Ansatz wäre, dass wir überhaupt zur Kenntnis nehmen, was real passiert und diese Erkenntnis sich in Politik und Medien vermittelt, damit die Leute zu erkennen beginnen, dass es eine gewaltige Kluft gibt zwischen dem, was unsere Medien, unsere Politiker über Israel zu vermitteln versuchen und dem, was tatsächlich und real vor Ort passiert. Das ist nicht nur ein moralischer Appell, sondern eine dringende Notwendigkeit. Wir sind die engsten Verbündeten Israels in Europa. Und natürlich, diese immense Gewalt wird sich irgendwann rächen, zum Beispiel in Form von Terroranschlägen.
Und davon werden auch wir betroffen sein. Und hinzu kommt, vergessen wir nicht, wenn die Region des Nahen Mittleren Ostens in die Luft fliegt, weil vielleicht der Iran auch noch hineingezogen wird in einen Krieg, dann wird es eine gewaltige Fluchtbewegung geben aus diesem Teil der Welt. Ja, und wohin werden diese Menschen wohl streben, wenn es dann so weit kommen sollte? Wohin werden die gehen? Und was will die Europäische Union, was will Deutschland dann machen? Das alles ist eine Krise, die nicht nötig wäre, wenn man die Ursachen beleuchten würde und die Urheber dieser Krisen beim Namen nennt. Natürlich sind die Hamas und die Hezbollah keine Sympathieträger in dem Sinne, dass man mit denen unbedingt in der Nachbarschaft leben wollte. Aber vergessen wir niemals, beide sind entstanden, wie ausgeführt, als Reaktion auf israelische Besatzung. Und solange dieses Übel der israelischen Besatzung anhält, wird es keine Lösung geben, verroht die israelische Gesellschaft von innen heraus immer mehr, erliegt sie einem suprematistischen Denken, das letztendlich ein menschenfeindliches, ein rassistisches ist. Und wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, dieser Welle, die sich hier aufbaut, dann wird sie eines Tages über uns herlaufen, diese Welle, und dann wird man nur noch hilflos zur Kenntnis nehmen können, was dann passiert. Aber es braut sich hier etwas zusammen, das wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Und man sollte es nicht unterschätzen. Herr Lüders, das sind starke abschließende Worte. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre wirklich sehr spannenden, kompetenten Einschätzungen hinsichtlich der wirklich sehr angespannten Lage in Nahost. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute in diesen wirklich dystopisch anmutenden Zeiten. Bleiben Sie wohl auf, bleiben Sie voller Optimismus, und vielleicht sieht man sich ja ganz bald mal wieder. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, und auch an euch, liebe Community, vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr konntet vielleicht noch einen besseren Einblick in die doch wirklich sehr komplexe Gemengelage in Nahost bekommen. Jetzt wünsche auch ich euch alles Gute. Und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.